Hey Damian, sag mal, wie kommst du mit dem Wetter klar? Oh mein Gott, es ist heiß. Es ist so heiß. Ich kann nicht mehr. Zum Glück ist es ist nicht klimatisiert, aber... Doch einigermaßen erträglich hier drin. Erträglich? Jetzt noch. Da frag mich in einer halben Stunde nochmal. Ich laufe seit... jetzt muss ich schnell überlegen. 7 Monaten. Laufe ich mit den kurzen Hosen rum. Ah, das Ferienfeeling. Ich kann das nicht. Das Wetter ist schon ziemlich heftig. Ja, ja, war ein warmer Sommer, aber doch lieber so als andersrum. Warst du schon in den Ferien? Ja, war ich schon. Ferien? Ja. Fern. Warst du fern? Warst du fern? Ja, ich war im Tessin tatsächlich. Ja, ah ja. Genau. Das war aber deine meine Flitterwoche. Flitterwoche. Genau, und genau zur richtigen Zeit, so zu Beginn der Hitzewelle. Da war es richtig heiß, ne? Es war richtig heiß, fast 40 Grad, und es war dann schon nicht mehr so entspannt. Wirklich? Ja, ja, Tatsache. Was habt ihr so getan? Ja, so, nee, wirklich tagsüber kannst du gar nichts mehr machen. Auch die Einheimischen, die sind da nicht mehr unterwegs. Da waren alle im Schatten und haben gechillt. Und am Abend dann ging die Action wieder los. Ja, in Italien und Spanien, da hast du ja die Fiesta. Genau. Also da arbeitest du gar nicht zwischen, was ist es, 12 und... Ja, 5, 6 Uhr, ja genau. Da kannst du gar nicht arbeiten, da ist es teilweise fast 40 Grad. Was willst du da arbeiten? Da gehst du kaputt. Absolut. Da kannst du sicher nichts machen. Ja, und du, warst du in den Ferien? Nee, nicht groß. Also im Sommer, aber das war ja schon, ja. Hier schwitzt schon man fast auch. Nicht mehr wahr. Hier schwitzt man ja auch, ja, das reicht. Nein, wir hatten natürlich viel zu tun und bei Hilmedia natürlich auch noch, mussten alle Verträge vorbereitet werden, das muss ja auch noch eingehalten werden. Und es ging natürlich bei uns auch etwas drunter und drüber, positiv. Drunter und drüber, aber vorwärts. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen hier zum Podcast. Ganz genau, oder? Willkommen zur 5. Folge des hauseigenen Podcasts von Hilmedia Design. Blickwinkel. Blickwinkel. Ich versuche das immer ein bisschen Englisch zu sagen. Blickwinkel. 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 Genau. Dass es ja gut tönt. He? Ja, genau. Tönt. Oh nein, dass ich... Es geht schon wieder los. Nee, das Schweizerdeutsch. Das kann ich kaum abschalten, das geht fast nicht. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich glaube, wir könnten schon mal fast eine Umfrage dann starten. Ob unsere Zuhörerinnen vielleicht gerne hätten, dass wir mal Schweizerdeutsch sprechen. Ich weiß es nicht. Wir können natürlich auch so schwätzen, das wäre mega cool, oder nicht? Ja, wenn wir jetzt einfach switchen, oder wie? Wenn wir einfach switchen? Nein, switchen nicht. Nein. Jetzt haben wir schon so angefangen. Ja, jetzt genau. Durch. Stell dir vor, die Deutschen und die Österreicher innen. Oh, das soll natürlich auch noch sein. Glück gehabt. Oh. fragen sich jetzt sicher, was haben denn die zwei jetzt gerade gequatscht? Hey, darf ich mal mit deinem Trivia anfangen? Okay. Ich habe zwei. Okay, gib's mir. Okay. Ich bin ready. Okay, das eine. South Park. Du kennst die Serie South Park. Natürlich. Ich habe die geliebt. Und du weißt ja, South Park nimmt ja immer so ein bisschen wahr, also doch, es behandelt immer eine sehr ernste Thematik ist eigentlich immer sehr ernst. Sagen wir es so. Ja. Und mit sehr, sehr viel Witz dabei. Jetzt, in jeder Sendung, absolut jeder Folge, wird etwas wiederholt. Immer, immer gleich. Oder ein Charakter, oder ja, weißt du welcher? Er hat noch, also, dieses Ding, sage ich jetzt so mal, ist in jeder Folge mit dabei. Könntest du erraten, welches ist? Ein oder Ding? Was es ist? Also etwas, das jedes Mal passiert, oder etwas, das immer dabei ist? Es ist immer dabei. Es ist immer dabei? Etwas, was in South Park immer dabei ist. Manchmal ist es schwer zu finden und manchmal ist es offensichtlich.
Aber es ist nicht mehr da. Okay, nein, ich weiß es nicht. Versteckt sich das Alien irgendwo in den Büschen? Ja, ganz genau. Nein, ist es wahr? Hast du das nein, jetzt... Nein, ist das wahr? Ja, wirklich. Nein, ich hatte noch so eine Erinnerung irgendwo, dass das der Fall ist. Tatsache! Ja! In jeder Folge von South Park ist ein Alien dabei. Irgendwo versteckt oder irgendwo. Es ist immer da. Weil einmal haben sie es sogar dann nah gezeigt, stimmt, weil. Doch. Genau. Immer. Ich wusste es. Das ist mega witzig. Ach, stimmt, vielleicht habe ich das schon irgendwo mal gehört. Kann sein, ja. Ja. Und das zweite Trivia geht um The Big Bang Theory. Einer meiner absoluten Lieblinge, das ist meine Sendung. Eigentlich schaue ich das fast jeden Tag zum Einschlafen. Beste. Und da sind Charaktere, die im wahren Leben auch zusammen waren. Weißt du welche? Welches Paar? Ein Paar, das im wahren Leben auch zusammen war. Gute Frage. Nein, das... Ich müsste raten. Also wissen tue ich es nicht. Aber ich hätte jetzt gesagt Raj. Mit wem? Ich weiß nicht, wer war dann am Schluss seine Freundin? Ja, das ist ja das. Er hatte ja nie wirklich eine lange Beziehung, aber... Ich hätte jetzt gesagt, es Raj ist er. Und? Ich weiß nicht, wer. Weiß es nicht. Nein. Also, Leonard und Penny. Ach was? Ja, ganz genau. Das war, jetzt muss ich kurz nachgucken, Kylie Coco und Johnny Galecki. Ja, du hast beide Namen jetzt schon. Ich weiß nicht, ob du es richtig ausgesprochen hast. Ja, es war, glaube ich, irgendwie 2010, wo sie wirklich mal zusammen waren. Ach. Süß. Für 2 Jahre. Tatsache. Ja. Ah, dann war das ja nicht mal so gespielt. Ja, ich kann mir das aber schon noch schwierig vorstellen, weil eben wie gesagt, das war ja circa 2010 und dann haben sie ja die Beziehung nicht mehr gehabt und danach wieder so zu spielen, finde ich schon noch relativ schwierig. Ja, da musst du Profi sein und genug Geld dafür kriegen. dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Wenn die Motivation groß genug ist. Genau. Damian, möchtest du erzählen, was das heutige Thema ist? Ich habe ja da jetzt schon zwei, ja, da kann man hier schon fast... Ja, du hast es jetzt mit deinen Trivia jetzt schon gut angekündigt. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Serien. Ja, ganz genau, das haben wir vorletzte Woche für euch natürlich angesprochen. Mhm. Serien. Mhm. Ein gutes Thema, auch ein sehr, sehr gutes, einfaches und aber sehr tiefes Thema. Findest du, es ist einfach? Nee, also einfach im Sinn von, okay, Serien, es gibt Filme und Serien, okay. Also es ist ja jetzt mal ein Thema, was sehr einfach klingt, okay, ja, Serien, aber da gibt es dann schon, kann man recht in die Tiefe gehen. Ja, sehr, sehr, sehr. Vor allem heutzutage ist es ja, da kannst du ja in jede Richtung, Fantasy, Sitcom, ist wirklich total egal, für jeden hat es etwas. Ja, also in jedem Bereich gibt jedem es wirklich Genre genügend Auswahl. Genre hat es irgendetwas, was du sicher Freude dran findest, aber... Ja, das ist ja langsam ein bisschen unser Ding. Wir gehen ja immer ein bisschen auf die Geschichte ein. Wann war das erste Mal? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, darfst gerne anfangen. Ich frage mal so. Ja? Wie hieß die erste? Die allererste Serie? Das weiß ich leider nicht wirklich? Auswendig. Nein, ich musste mich dafür auch informieren und deshalb weiß ich, dass es Meet the Press war. Genau, und zwar von 1947. Das war die erste Fernsehserie, wenn man das so nennen will. Und die gibt es heute noch. Die wird heute noch produziert. Ja. Ich glaube, ja, so gleich nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Ne? Genau. Direkt, ja. Ziemlich direkt sogar. Meet the Press, die wurde am 6. November wurde die das erste Mal auf NBC ausgestrahlt. Und wie gesagt, bis heute absolut erfolgreich. Mhm. Ich habe es aber noch nie geguckt, muss ich sagen. Ich kenne es wirklich auch nicht, aber. Aber gemacht hat man das eigentlich, weil die Radioserien sehr beliebt war.
Die Radioserien fing 1922 mal an. Und die erste Radioserie, ja, wie hieß die? The Mask. The Mask. War das? Genau. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. War mit 43 Folgen sehr, sehr erfolgreich. War eine Dramaserie. In der Schweiz haben wir das ja auch. In der Schweiz ist es Detective Foley. Maloney. Maloney, ja, ganz genau. Philip Maloney. Philip Maloney. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eine spannende Geschichte. Immer wieder mal. Ist sehr cool, ja. Gell? Ja. Also da hat man quasi herausgefunden, okay, mit fortlaufenden Geschichten kann man die Leute bei Stange halten. Ne? Genau. Mhm. Und dann hat man das natürlich das Gleiche versucht mit Film und Fernsehen. Jetzt in den Fernsehserien wurde relativ schnell mal mit Familien und Haustieren, das war so ein bisschen das Ding, und haben ziemlich den Mittelpunkt gefunden. Father Knows Best, die hat 203 Folgen, Episoden gefunden und danach Lassie, Fury. Ja, da war schon etwas los. Ja, und gerade Haustiere und Familienleben, das sind halt auch gute Themen, damit sich die Leute damit identifizieren können und dann auch dranbleiben. Ganz genau, ganz genau. Und da ging es relativ lange so weiter. Bis in den 90ern kann man eigentlich sagen, hat man da wirklich die Großfamilien oder Kleinfamilien, ja, man kennt sie. Vor allem in den 90ern, da kommen wir dann später dazu, ist praktisch jeder Segen etwas mit Familie. Ja, so experimentiert wurde dann eher erst später. Ja. Was meinst du denn? Ja, von den Themen her. Für die Serien. Ja. Was aber auch sehr beliebt war, Wilder Westen. Natürlich, ja. Oder? Und da bin ich mir ziemlich sicher, da kennt der eine oder andere, kennt Cheyenne, Maverick oder Bonanza. Bonanza habe ich sogar. Natürlich. Ja, das kennst du, oder? Natürlich. Bonanza am Anfang war es ein Müssen, aber danach, vor allem die Titelmusik. Ich dachte mir gerade, nee, ich bin nicht mutig genug, jetzt die Bonanza-Melodie zu singen und du machst es ja, schön. Natürlich, warum nicht? Oder? Ja, Mut. Oder Hawaii 5-0, das sind eher so, was sind das für, fast schon ein bisschen Action, oder? Kann man das sagen? Ja, Krimis, doch. Krimis, solche Dinge? Genau, also die ganze Crime-Geschichte von den Ermittlungen und so weiter. Ja, genau. Hat man auch gemerkt, dass das gut ankommt bei den Leuten, ja. So wie Spitalserien ist dann auch so ein... Das war dann eher so... Das kam dann noch später, ja, genau. Aber schon fast in den 2000er genau. Kam es mit Dr. House und solchen Dingen. Stimmt, das kam dann später und hat sich daraus entwickelt, ja. Und in den 80er Jahren... Primetime sogar, war so eine richtige Seifenoper wie Dallas, Dynasty. Hier in Europa würden wir Dynasty zum Beispiel, das war Denver Clan. Okay, ja. Der Denver Clan und da muss ich eine ganz kleine Anekdote. Meine Mom hat das geliebt. Das war, oh Gott. Und ich wusste nicht, wie kann man das anschauen? Es war für mich so unklar. Ich habe das absolut nicht begriffen. Aber sie hat es geliebt. Und ich glaube sogar, also hatten wirklich sehr viele Folgen. Irgendwo habe ich das mal aufgeschrieben. Ich finde es aber gerade nicht. Und danach hat Netflix, also 2015 irgendwo, hat Netflix das neu aufblühen lassen. Auch das besprechen wir noch später. Mhm. Aber zu der Anekdote, ich habe das gesucht. Wirklich, ich habe dann die Neuauflage durchgesucht mit meiner Frau. Und es war wirklich, ja doch, ich muss es sagen, es war spannend. No. Er hat's gesagt. Nein, wirklich, es hat gepackt und ja, war noch irgendwie interessant. Habe ich nie gesehen, noch nie? Nein. Fang nicht an. Nee, das macht süchtig.
Und zwischen 1950 und 1995 gab es 630 Familienserien. Musst du das mal vorstellen? In den USA. In den USA. In den USA. Hier in, ja, und wir hier haben ja auch noch welche, zum Beispiel, da kam es dann mit den Privatsendern. Genau. RTL, ja. Kam ja eine ganz, ganz berühmte Serie, ja. Wie hieß die? Weißt du die? Ach, ist das was mit gute und schlechte Zeiten? Ja, ganz genau. Exakt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist auch noch fast ein bisschen Trivia. Was denkst du, wie viele Folgen hatten die bis heute? Ich glaube, das kann man nicht mehr mit 100 messen. Nein, sind dann schon Tausende. Ich weiß aber nicht, wie viele. Kann ich dir nicht sagen. 7800 Folgen. Ach du meine Güte. Und unter uns, kennst du das noch? Unter uns? Unter uns, ja, das lief so parallel dazu. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Das war seit 1994 gab es die. Ja. Und die haben 7150 Folgen. Fast so viele. Und gute Zeiten, schlechte Zeiten fing mit 1992 fing ja. das an. Wow. Ja, das ist krass. Das gibt es ja noch, oder gab es da Berlin Tag und Nacht? Das Nein, noch nicht. Das kam dann später. Ah, das kam dann später, ja. Was war das jetzt? 2010 oder so? Ja, weil da kenne ich mich dann nicht mehr so aus. Also, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, 2010 irgend so fing es denn an, weil auch das hat läuft schon sehr, sehr gut. Mhm. Ist schon fast, etwa 10 Jahren. Ja. Aber hast du das geschafft? Nein, ich weiß nur, das hat dann irgendwie das so ersetzt oder liege ich da falsch? Oder war das einfach eine Konkurrenzsendung? Oder ich weiß es nicht. Aber gute Zeiten, schlechte Zeiten, ich glaube, die läuft immer noch. Läuft das immer noch? Ja, ich glaube, die läuft immer noch. Ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich... Ich würde jetzt gerne sagen, schreibt es uns in die Kommentare. Aber das wäre noch interessant zu wissen. Mhm. Genau, das war ein bisschen die Geschichte. Also spannend. Eine doch sehr lange. Ich dachte, also... Ich musste ja ein bisschen recherchieren. Ich dachte aber dort, es fing in den 70er Jahren, 60ern so, fing es mal wirklich an, aber es ist tatsächlich viel, viel länger her. Eigentlich die Radioserien haben angefangen vor ziemlich genau 100 Jahren. Stimmt. Ja. Wow. Hey, auch wieder ein Fun-Fact. Ist mir gerade aufgefallen. Ist auch wieder ein Fun-Fact. Hä? Heute haben wir viele Fun-Facts. Ja, das ist Magie heute hier. Wie immer. 90er Serien, kennst du ein paar? Oh ja, da habe ich gerne geguckt, habe ich wirklich sehr gerne geguckt. Also, die Klassiker, die Nanny, für mich war das so ein Klassiker. Ich habe das als kleiner Junge einfach geliebt. Ich fand die Nanny richtig cool. Nee, ich nicht. Ich habe das nicht so oft geguckt. Ja. Aber ja, man kommt... Man hat es angeschaut. Also. Aber in den 90ern war es doch sowieso so. Man hat eingeschaltet und egal was lief, man hat das geschaut. Ja, irgendwie hatte jede Serie eine. Man hatte ja auch keine Wahl. Es lief das, was das hat man geschaut und hat sich darüber gefreut. Ja, exakt. Und man hat geschaut, was kam. Aber es kamen auch tolle Sachen wie Alle unter einem Dach. Mhm. Ja. Oder nicht? Ja. Mit Steve Earle war ich das etwa? Stimmt. War Steve Urkel. Steve Urkel. Ja. Cooler Typ. Ja, absolut. Ja, ja, das war cool. Oder hör mal, wer da hämmert? Ja, oh, mit Tim Taylor. Mm. Ja. Ich grunze jetzt nicht auch. Komm schon. Also, Was war denn deine Lieblingsserie? So ein bisschen wenn man bei den 90ern bleiben wollen. Also etwas vom allerbesten fand ich King of Queens. Ja, ja. Das fand ich ja sehr gut. Muss aber auch sagen, wahrscheinlich habe ich ihn auch immer beneiden um seine Frau. Oh, Carrie. Ich sag's jetzt. Carrie. Der Typ und die Frau, du. Ja, aber das war ein cooles Trio.
Ja, auf jeden Fall mit Arthur, mit dem das war super. Das ist ja der Vater von. Genau, Carrie. Ja, nein, ich meine in echt. Ben Stiller. Genau, das ist ja. Ben Stiller sein Vater. Ja, das ist auch so ein Ding. Und dann ich habe das zuerst nicht gecheckt und als mir das dann jemand gesagt hat, habe ich gedacht, ah ja, logisch. Wenn man. Man sieht es. Oder? Wenn man die beiden Personen so nebeneinander stehen sieht, ja, dann, doch, du bist sein Vater. Ja, absolut. Denn einfach die Kombination, die ist so gut. Und ich glaube, ich fand auch das Zusammenleben von ihnen einfach immer irgendwie ansprechend. Ja, ich habe das auch sehr, sehr, sehr geliebt. Mhm. Und aber hast du auch schon so Action-Serien geguckt wie Akte X oder so? Da Nein. war ich nie dabei. Nein, ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Nein, es ist schon eher die Familiendinger. Ja. Eben Sitcoms. Auch Prince of Bel-Air. Oh. Ja, ja. Wusstest du, dass Will Smith bis dato eigentlich absolut nie geschauspielt hat? Ja, das war die erste richtige Rolle und genau. Ist gleich richtig durch die Decke. Ja. Er hatte noch nie irgendwie Erfahrung und plus minus ist es seine Geschichte, so plus minus? Nein, ich glaube nicht. Nicht, oder? Nein. Aber irgendetwas habe ich mal mitbekommen, ich wusste aber nicht ganz genau, oder gab es diesen Charakter wirklich mal? Das kann ich dir jetzt nicht so sagen, nein, weiß ich nicht. Ich habe eben gedacht, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass es eben schon einmal so eine ähnliche Story gab. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, und ich meine, sonst ohne die Serie hätten wir den Carlton Dance nicht. Also, kennst du auch noch? Oder? Oh, natürlich. Den kann ich sogar. Den kannst du, den musst du mir nachher zeigen. Okay. Den will ich sehen, wenn du den gut kannst. Ich kann ihn nicht. Ich sag's dir schon. Oder Alf? Ah, Alf, natürlich. Alf. Das habe ich jetzt schon fast vergessen. Sicher. Alf. Oh, das war genial. Ja, auch eine sehr liebevolle, sympathische Serie, wirklich. Ja. Auch das habe ich nie so wirklich geguckt. Mhm. Ich weiß nicht nochmal, warum. Es war eine niedliche... Mhm. Ja, was ist es? Plüschtier. Also ich muss schon sagen, ich konnte immer das schauen, was dann auch zu der Zeit kam, wenn ich Fernsehen durfte, weil ich durfte nicht zu jeder Zeit immer einfach vor der Glotze hängen. Da hatten wir so ein Zeitfenster und durften uns etwas aussuchen, was wir schauen möchten. Sag mal, wie alt warst du denn da? Also schon noch unter, vielleicht so bis 12, 13, so, 14, ne? Rum, genau. Und ja, dann haben wir das geschaut, was halt kam und hatten Freude dran. Es ging ja nicht anders. Ja, das ist so. Das, was kam, kam. Genau, also man konnte nicht Pause drücken oder die Werbung überspringen oder irgendwas oder aufnehmen etwas. Nee, wenn die Werbung fertig war und die Sendung geht weiter, dann geht's weiter. Oder was in den 90ern auch sehr beliebt war, Friends. Oh ja, natürlich. Ja, oh ja, das war sehr gut geschrieben auch. Es kam ziemlich zur Primetime, ne? Ja, absolut. Das war wirklich Primetime und die Serie hat ja auch die Titelmelodie. Wurde ja extra für dieses eine Seriendings wurde ja das komponiert und wirklich nur eine Strophe. Man hat ja nicht mehr gebraucht. Und sehr viele Friends-Fans wollten den ganzen Song, aber die haben nie weiter komponiert als das. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es ja gar nicht. Genau. Und eine meiner Lieblingsserien, das war Scrubs. Oh, eben das war eine richtig gute Spitalserie mit gutem Humor. Ja. Humor, aber auch wirklich sehr, sehr ernst. Realer Humor, also auch teils. Kann man wirklich so sagen. Ja. Es war eine gute Mischung. Und für die... Oder der Bill Lawrence, glaube ich, hieß der Regisseur. Ja. Er wollte es so authentisch wie möglich machen und hat ein leerstehendes Spital hat er genommen für die ganze Produktion. Also im ersten Stock waren die Planungsarbeiten, im zweiten Stock Dr. Cox, sein Zuhause war... Im ersten Stock irgend so etwas? Nein, der hat da gewohnt? Sie haben, nee, einfach die Sets. Ach so, ja. Okay, ich dachte, nee, der Sie hat haben da wirklich... alle
Folgen sozusagen in diesem Spital. In diesem Komplex, ja. Genau, rundherum aufgebaut und aufgenommen. Mhm. Sehr spannend. Das war für mich wirklich auch die einzige Spitalserie, die ich ertragen konnte über längere Zeit. Was ist denn mit Dr. House? Ja, okay, habe ich nicht so aktiv geguckt, da ich finde den Hauptdarsteller nicht so sympathisch. Wirklich? Ja, das liegt einfach an mir, das ist ein Gesichtsausdruck. Ah. Ich finde den nicht, ich kann mich mit dem nicht so connecten irgendwie. Dr. House fand ich super. Ja, ich verstehe alle und die Serie ist an sich auch gut, aber bei ihm fühle ich ihn nicht so. Scrubs und Dr. House, das waren die Arztserien, die ich wirklich sehr gerne geguckt habe. Es gibt ja noch schon noch viele mehr, Emergency Room und all die Serien. Es war mir dann zu streng. Ja, und da konnte ich mich nie wirklich anfreunden damit. Also ich jetzt zumindest. Aber es gibt ja sehr viele Fans. Mhm. Oder Grey's Anatomy. Mhm. Natürlich, ja, oh ja. Wir hatten nicht eine Freundin oder eine Partnerin, die Grey's Anatomy geschaut hat. Aber ich konnte mich auch da nicht wirklich... Scrubs fand ich absolut toll und das würde ich heute noch gucken. Mhm. Absolut, ja. Das, kann ich auch immer noch empfehlen, würde ich. Ja. Absolut. Das ist auf Disney Plus, kannst du das gucken. Ist gut gealtert, die Serie. Die ersten paar Folgen nicht. Ja, okay. Also die erste, ich glaube, die erste... 3 oder 4 Staffeln war, da merkt man das schon. Mhm. Noch das 1:1 Bildformat. Ne? Ja, ja. Oder 3:2 besser gesagt. Genau, 3:4. 3:4, ja, genau. Ja. Disney konnte das auch nicht, ja, weil es halt so ist. Dann hast du links und rechts 2 fette Balken, das sieht so abscheulich aus. Da hast du einen Widescreen-Fernseher, aber kannst den nicht brauchen, weißt du? Er ist schon, aber die Serie ist wirklich absolut cool und immer noch empfehlenswert. Mhm. Wie gesagt, es hat Humor, es hat viel Wahrheit, es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, da war ich auch schon Tränen nahe. Mhm. Die Geschichten, die sind nicht, die passieren so. Mhm. Das ist 1:1 Leben. Mhm. Man verliert die wichtigsten. Es gibt eine Folge, Spoiler. es gibt eine Folge, da gibt JD, der Hauptcharakter, einer der Hauptcharakteren, sagte, dass einer von 3 im Krankenhaus sterben wird. Und in dieser Folge siehst du die 3 Hauptdarsteller und alle 3 haben einen Patienten und betreuen den. Mhm. Und in dieser Sendung sagt eben JD, einer von 3, ja, wird sterben. Und in dieser Folge sterben alle 3. Oh. Es geht wirklich tief. Plötzlich hast du das Gefühl, okay, das Leben spielt nicht. Mhm. Wie man das sich wünscht. Das ist eine coole Serie. Mhm. Ja, und dann gab es ja auch noch die ganzen etwas, sage ich jetzt mal, lockereren Themen, wie die gezeichneten Serien. Oh. Hey Arnold. Oh nein, sag doch nicht sowas. Ja. Ich liebe Footballschädel. Das war genial. Oh, hey Football-Schädel. Arnold. genau. Oder Pokémon und Digimon. Ah. Also Pokémon, doch. Nicht? Ja. Ich darf jetzt fast nichts sagen, weil es so viele Fans davon gibt, aber ich kann leider nichts damit anfangen. Das tut mir so leid. Nein, das kannst du nicht. Soll ich jetzt gehen? Oder ja, bitte darf geh. Ich noch bleiben? Okay, tschüss. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Nee, wirklich? Ja, Tatsache. Es tut mir leid. Ich habe Pokito. Weißt du noch, was Pokito ist? Nein. Pokito, ab 2 Uhr fing es an, Pokito auf RTL 2. Was? Ja, die Anime-Serien auf RTL 2. Da fing es dann auch mit Pokémon an und oh Gott, ich habe es. Ich kannte alle 150, dazu mal natürlich, 150 Pokémon konnte ich alle aufzählen. Did you catch them all? das ja, schon. Und auch die Games habe ich gespielt. Ja. Ich habe das geliebt. Okay. Nein, ich kann. Wie kannst du? Ich will es nicht schlecht reden, aber mich fasziniert es halt nicht. Sorry. Nee. Und was war mit den
Disney-Dinger wie Darkwing Duck oder Captain Baloo. Genau, also mit Darkwing Duck, da triffst du bei mir einen Schwachpunkt. Ja. Sicher? Ja, ja, das Darkwing Duck. Als Kind, meine Mutter macht sich heute noch also mit mir darüber lustig, wie ich den cool fand. Aber der ist wirklich cool. Ja, die, ja nee, oder nee? Ja, absolut. Und eine coole, einen coolen Song hat er eben auch. Eben. Das hat mir so gefallen. Goofy und Max. Ja. Goofy und Max. Genau. Ich könnte jeden noch auf. Hey, das oder war Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Samstag, Samstagmorgen. Ja, da war wieder Verwandlungszeit. Oh. Und ich habe das geliebt, weil alles sich verwandeln konnte. Ja. Ja. Und dann haben sie sich zusammengefügt und wurden zu noch was Größerem, Besserem. Und das ist ja, das geht in den Kinderköpfen. Ist das so cool, ja, weil du denkst, oh, ich will auch so ein Riesenroboter werden. Und ich möchte der weiße Ranger ich sein. Bin nein, der rote. Genau. Oh, das ist so gut. Und wir haben auch Power Rangers nachgespielt. Das ja, absolut. Auf der Wiese rumgerollt. Oh, ja, stimmt. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Wir haben dann so aus Kleister haben wir so Power Rangers Helme selber gebastelt. Und eben die deutschen Serien, das haben wir vorher schon gehabt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten unter uns. Was gab es da noch? Die Kinderserien, ich weiß nicht mehr, irgendetwas mit dem Schloss. Schloss? Schloss Einstein. Ah, okay, na, das habe ich nicht so geschaut. Oder natürlich auch Schweizer Serie, war ja so eine bekannte Fastenfamilie. Jeden Sonntag, oder? Sonntag? Ich glaube, ja, es war Sonntag, glaube ich. Ja. Fastenfamilie. Fastenfamilie? Genau. Heißt auf Schriftdeutsch, heißt fast eine Familie. Genau. Beinahe eine Familie. Beinahe eine Familie. Ja. Fast der Familie. Genau. Oh, was gab es da noch aber für Schweizer? Da muss ich zugeben, als Kind dachte ich immer, Faste, das bedeutet Fasten. Fasten, Fastenfamilie. Ja, ja, ja. Also die Familie, die fastet. Oder wenn man es ein bisschen abändert, Faste Familie. Faste Familie. Ah, okay, ja. Oder? Das bedeutet wiederum die Partyfamilie. Die Partyfamilie. Und ich dachte immer, sie haben es falsch geschrieben. Und sie meinen aber Partyfamilie. Faste Familie. Ach, Kinder hier, ne? Ja. Aber das ist auch eine Serie, die muss ich schon fast gucken. Denn meine Tante hat das immer geguckt. Mhm. Ja. Und ja, da, oh. Jetzt kommt mir. Achtung. Gerade etwas in den Sinn. Achtung. Aber ich weiß nicht, wie die Serie hieß. Es war auch so ein wilder Westen-Familien-Ding mit wie hieß die schon wieder? Oh, ich kann dir da leider gar nicht helfen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit solchen Serien. Ah, oh Gott. Also meine Tante wird mich jetzt erwürgen. Sie hat, oder wie gesagt, man konnte das früher nicht, nicht schauen. Also auf, dann, wann man will, sondern man hat, die Serie kam um 19.15 Uhr und dann, ja. Weißt du noch, dass man TV-Hefte kaufen musste? Wo dann drin steht, welcher kommt? Film wann wo kommt. Oder Teletext. Ja. Oder dann auf Teletext nachschauen musste. Das war die frühere, schon fast alte Zeit. Oder dann hieß es schon, jetzt ab 15. Juni, übernächstes Jahr. Ja, genau. Da musstest du es aufschreiben. Das war früher so. Genau. Ach, ich bin immer noch voll irgendetwas Familie. Ah, das war so. Ja, komm, wenn es mir in den Sinn kommt, kommt es mir in den Sinn und sonst nicht. Ja. Wir werden sowieso nicht alle Serien, die damals waren, können wir fast gar nicht aufzählen. Nein, und manche wurden dann ja dann auch neu aufgesetzt. Ja, genau. Es kamen ja auch neue Reboots, kann man sagen. Reboots, Remake, solche. Kennst du ein paar? Ich kenne sie leider nicht wirklich, nein. Hawaii 5-0, das ist sicher ein Begriff. Oder MacGyver. MacGyver, natürlich. Ich denke, MacGyver ist schon, MacGyver war von 1985 bis 1992. Es ging ja um ein, was war der, Söldner? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber
Der hat aus allen Dingen hat der eine Bombe gebaut. Immer. Also ich mag mich noch erinnern, da ist er mit dem in eine Lawine, unter eine Lawine gekommen. Und da hat er sich unter dem Schnee irgendwie mit so einem, aus irgendwas einem Strohhalm gebastelt und dann aus seinem Reißverschluss, dann hat er das da reingestoßen und dann mit einem Stück Stoff so wie einen kleinen Fallschirm gemacht. Dann hat er den Strohhalm durch den Schnee gepusht quasi nach außen und hat das Ding da rausgepustet. Dann war das wie so ein kleiner Fallschirm, der dann wieder runterkam, damit die Leute sehen, wo er war. Und ich dachte mir, boah. Absolut genial. Krasser Typ. Ob das aber so funktioniert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber da habe ich schon gecheckt als kleiner Junge, okay, der kann was. Der kann was. Das war so wie heute Chuck Norris. Oder? Ja, genau. Aber McGover, 139 Folgen. Nicht ohne. Ah, okay, ja, okay. Mhm. Ich dachte jetzt, das wären mehr. Ah, wirklich? Ja. Ich finde 139. Ja, also, wenn gute Zeiten, schlechte Zeiten da über 7000 Folgen machen kann. Ja, aber, ja, das stimmt, das stimmt. Und gerebootet wurde es 2016. Aber die Neuauflage habe ich nie geguckt. Das ist eher so ein junger, sehr, sehr junger. Ja. Habe ich nie wirklich geguckt. Ist irgendwie an mir vorbei. Okay. Wirklich? Ja. Und eben, wie gesagt, das haben wir vorher gehabt, The Denver Clan. Mhm. Das war von 1981 bis 1989 mit 218 Folgen. Was? Ja, über neun Staffeln haben die gedreht. Und die Neuauflage war 2017. Mhm. Und die haben bereits jetzt schon 108 Folgen auf Netflix zu schauen. Okay. Ist jetzt eine Netflix Original. Mhm. Also kannst du nur auf Netflix gucken. Okay, da läuft die Fabrik auf Vollgas, ne? Ja, ist aber nicht so beliebt wie andere wo auf Netflix eigentlich läuft. Mhm. Netflix ist ja sehr, sehr, ja, kommen wir gleich drauf. Ja, was für aktuelle Serien schaust du denn momentan? Ich selber, ich bin da ziemlich, ja, ich finde immer mal was und dann schaue ich rein und leider wird es dann relativ schnell langweilig für mich. Mhm. Aber das haben wir vorher ja schon gehabt, so The Big Bang Theory, das schaue ich sehr gerne. The Witcher habe ich alle durchgeschaut, wobei die letzte Staffel fand ich jetzt eher ein bisschen mau. Ich habe mitbekommen, wegen dem Schauspielerwechsel, oder? Ja, aber da kam es noch nicht vor. Ah, das ist noch gar nicht das da. Das jetzt erst. Okay, Henry Cavill ist es ja. Henry Cavill, Superman, der neueste Superman. Ganz cooler Typ. Sehr, sehr gut. Weißt du, dass er ein Gamer ist? Absolut. Ein Riesengamer. Er ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Nerd und Wir müssen für die ZuschauerInnen vielleicht noch umschreiben. Henry Cavill, wenn man ihn anschaut, was für ein Mann. Also wirklich. Mhm. Das, wenn man sich so... Aus Stahl gemeißelt. Vom Muskel gepackt, oder? Mhm. Und ja, wirklich. Also das ist... Wie man sich früher einen Mann vorgestellt hat, oder? Genau. So wirklich muskelgepackt, sehr, sehr schönes Lächeln, finde ich. Und Gute Manieren. Ja, wirklich. Ja, und er ist ein riesen Nerd. Ja. Er ist ein großer World of Warcraft Gamer und er hätte ja beinahe die Rolle von Superman nicht gekriegt, weil er gespielt hat. Nein, wirklich? Ja, er hat gespielt und der Regisseur schon wieder? Fällt mir nicht mehr ein. Der rief ihn an, hat ein paar Mal angerufen und er konnte nicht rangehen. Er war in einem Dungeon und musste die... Das war kannst heftig. Du nicht deine Gilde im Stich lassen? Nee, das kannst du nicht. Und tatsächlich, doch, war sehr cool. Er hat und, ja auch für die Rolle übrigens, also nicht für die Rolle, schon vorher hat er alle Bücher gelesen und die Games die Bücher, gespielt. Ja. Und er kannte die Welt halt vollkommen in- und auswendig schon, als er die Anfrage für die Rolle bekam. Und der war schon voll drin. Und ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ja. Er verließ ja die
Serie, weil sie nicht mehr wirklich voll nach den Büchern gehen wollten. Mhm. Irgend so etwas war es. Mhm. Also ich weiß jetzt, ich dachte, sie haben ihn dann ausgewechselt, weil irgendwie so. War das andersrum? Ah, ich weiß nicht mehr. Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ja, aber auf jeden Fall versteht niemand, warum man ihn da nicht gewähren lässt, weil er weiß, was er da macht. Er kennt sich aus mit dem Thema. Und er passt rein. Ja, er passt also die wirklich. Fans mögen. Geralt ist. Dass man sich dagegen wehrt, finde ich schon ein bisschen ignorant. Ja, schon fast. Ja. Kann man sagen. Und was ich auch noch sehr gerne geschaut habe, ich habe es durchgesuchtet. Und ich meine es auch durchgesuchtet. Ich habe das Wochenende lang nur Breaking Bad geschaut. Mm. Eine der besten Serien, auch als Filmemacher. Ja. Die Winkel, die was wird am Anfang gezeigt, was wird am Schluss gezeigt, das hat alles irgendwie einen Zusammenhang. Das ist Hammer. Breaking Bad, also wirklich ein absolutes Highlight, was ich nie vergessen werde. Ja. Ist auch fordernd. Das sich ganz anzuschauen, ist viel Zeit und viel Konzentration. Also ich möchte es jetzt nicht zweimal am Stück machen. Nee. Aber es ist wirklich genial, also wie das aufgebaut ist. Ja, und das habe ich noch. Ja, Simpsons natürlich, Futurama, das habe ich auch noch. Die Cartoon-Serien, mit dem neuen, schnellen Humor, so ein bisschen, genau. Genau. Also die heutigen Serien. Aber warte mal, bevor wir da die neuen Serien anpeilen, was hast du denn so? Was waren deine Dinger? Was ich so geschaut habe, gut, jetzt das meiste haben wir wirklich schon erwähnt, aber Narcos war für mich eine Serie über Pablo, gerade die ersten zwei oder drei Staffeln, ich weiß es nicht mehr auswendig, über Pablo Escobar und dann das Cali-Kartell. Und dann ging es dann weiter mit dem mit den Kartellen in Mexiko. Da dann weniger, aber das habe ich auch mehrmals durchgeschaut. Narcos? Ja. Habe ich noch nicht geguckt. Ich sehe es immer wieder, weil es mir vorgeschlagen wird, aber geschaut habe ich es nie. Kann man das so, wenn ich jetzt Sicario nenne, kann man das als Serie betrachten dann? Ist das Pendant für die Serie? Ja, also wenn dir Sicario gefällt, dann wird dir diese Serie Narcos wahrscheinlich auch gefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dasselbe ist, also das schon nicht. Sicario ist dann schon grundsätzlich einfach bedrückend und das hört nicht auf. Und bei Narcos siehst du dann halt auch schon mal zum Beispiel, wie dann Pablo Escobar privat mit seiner Familie auch eine gute Zeit hatte und liebevoll war. Ja. Und dann, also die Kontraste. Ja. Weil über lange Zeit braucht es ja schon auch Abwechslung für die Zuschauer. Das ist ja auch das Leben. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Haha. Sorry. Der war schlecht. Ja, und natürlich. In der heutigen Zeit, wir haben jetzt viel von den 90ern gehabt, aber die heutige Zeit ist natürlich schon sehr geprägt von den Serien, von den Filmen, die kamen. Natürlich auch wegen Netflix, Disney Plus, Prime Video, Apple TV Plus. Hat sich schon einiges geändert. Und man kann das schauen, was man eigentlich. Das Sortiment ist riesig, wie wir jetzt gerade merken. Also wir haben hier auch noch eine Liste vor uns. Wenn ich da durchgehe, es gibt immer noch mehr Serien, die wir noch nicht genannt haben, die Leute alle kennen. Aber darf ich dich mal so fragen, was fällt dir auf, wenn man so Netflix und Disney Plus? Ist ja schon eine neue Ära. Es ist ja schon, ich muss jetzt schon sagen, es ist eine deutliche Qualitätssteigerung. Ja, also gerade auch, ich habe das mit Mandalorian mitbekommen, wie das produziert wird. Da habe ich ein Behind the Scenes geguckt. Ich habe es auch geguckt. Ja, ist ja auch nur möglich, so einen hohen Output hinzukriegen, wegen der Technik heutzutage. Ja. Oder so eine Qualität in so einem Tempo hinzukriegen, das war vor 10 Jahren war das nicht möglich. Absolut nicht. Ja. Aber die Qualität finde ich schon. Das haben wir vorher besprochen. Du hast die Qualität angesprochen und hast gesagt, eher
mau, gebe ich dir völlig recht, aber das ist ja eher die wie man die Geschichten erzählt. Mhm. Aber die Bildsprache selber ist ja wahnsinnig gestiegen. Eine Serie sieht heutzutage aus wie ein Film. Mhm. Also wenn du einfach mal drauf guckst, weißt du nicht, besonders bei den Marvel-Serien mit Loki, mit Vision und Wanda, das siehst du nicht. Ist es jetzt die Serie oder ist es der Film? Mhm. Und früher konntest du das wirklich unterscheiden. Ja, ja. Heutzutage, gerade so Batman-Filme und Serien, das war ja ein Riesenunterschied. Ja, Wahnsinn. Von der Qualität. Da muss ich schon sagen, ist eine Riesenqualitätssteigerung von der Bildsprache her, ist definitiv etwas gelaufen. Ja, genau, also wenn man nicht weiß, worauf man genau schauen muss, dann sieht man da nicht wirklich Unterschiede. Zwischen Film und Serie. Weil die Serien heutzutage, die sehen auch teils so gut aus wie Kinofilme von vor ein paar Jahren. Ja. Also, ja. Was ich schade finde, ist das, was du gesagt hast, die Geschichten. Die Geschichten werden wirklich nicht mehr ausgeschrieben. Mhm. Ein Charakter wird nicht mehr so ausgeschrieben wie früher. Mhm. Und da verliert es natürlich schon sehr viel an Charme. Ich glaube, das ist seit es den Begriff gibt, fix it in post. Fix it in post, ja. Ich glaube, das hat vieles kaputt gemacht, weil man jetzt einfach die Technik hat und sagen kann, ja, nee, wir stellen dann den nachher ins brennende Feuer, das muss jetzt nicht sein. Ja. Und früher hat man das halt gemacht. Ja. Und deshalb sah es gut aus. Ja. Und eben, die Charakter wurden ausgeschrieben. Mhm. Ich finde das schon noch wichtig, oder? Mhm. Ja, man beruht sich heute vielleicht ein bisschen zu sehr darauf dann aus, dass es cool aussieht. Erstens das, und hast du nicht auch das Gefühl, mehr Quantität als Qualität? Ja, doch, doch. Oder Netflix verliert ja im Moment wieder Abonnenten. Das, ja, früher war das eher das Gegenteil. Sie haben immer dazu gewonnen, aber momentan ist es ja wirklich so, sie verlieren Abonnenten. Mhm. Ja. Und die Konkurrenz schläft nicht. Nee, die schläft nicht. Und hey, es muss immer etwas Neues, es muss immer was laufen, es muss. Und dann ist natürlich die Qualität leidet stark darunter. Mhm. Ja, Netflix war ja auch einen Moment lang oder sogar ziemlich lange quasi der einzige Anbieter in dieser Größe, der das macht. Ja. Die hatten halt schon eine Zeit lang freie Bahn quasi. Ja, wirklich. Und einen riesen Markt. Ja. Jetzt kommen da Leute wie Disney, Amazon und so weiter und die schnappen sich ein gutes Stück ab von den Kuchen, ja? Ja. Hast du Disney schon mal ein bisschen Tatsächlich hat meine Frau jetzt gerade ein Disney Plus Abo gemacht. Ich selber habe keins, nein. Disney, ich finde, der Riesending ist natürlich Marvel. Marvel hat sehr viel mit eingebracht und sie haben ja auch 20th Century Fox gekauft. Okay. Und damit haben sie natürlich auch große Filme im Start. Aber irgendwie eben doch nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Und jetzt ist ja Apple TV will diese Sparte abkaufen von Disney. Könnte also gut sein, dass mal Disney Plus zu Apple TV Plus wird. Was ich aber auch noch sehr komisch finde, ist, dass es so viele Anbieter gibt. Das hast du ja vorher jetzt gerade angesprochen. Du weißt ja gar nicht mehr. Und das ist ja alles in einem Abo. Mhm. Also Netflix kostet für eine Familie 20 Franken jetzt bei uns. Disney Plus ist etwas Ähnliches. Bei Apple TV ist es 15, wenn ich mich nicht irre. Aber stell dir vor, die drei Dinge hast du 50 Franken los. Jetzt fällt mir gerade ein, jetzt kann ich meiner Frau nicht mehr schreiben, heute Netflix und Chill. Das geht ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich schreiben, heute Disney Plus und Chill. Ja, es ist aber wirklich eine Besetzung, oder? Ja, absolut. Was macht man jetzt da? Also ich, soviel ich weiß, also meine Frau hat jetzt das ausgewählt, weil sie lieber so ein bisschen Feel-Good-Movies schaut, so in die Richtung. Und ihre Freundin, die haben alle auch Disney Plus und haben gesagt, ja, das ist das Richtige für sie. Meine Frau guckt zum Beispiel sehr gerne The Kardashians. Au! Ja, sie liebt, sie hat es durchgesucht. Ja. Aber irgendwie halt auch spannend. Auch die Bildsprache wieder sehr, sehr schön, oder? Mhm. Also das kann man
Mhm. Hey, wir sind jetzt nun bei 51 Minuten schon wieder überschritten. Hi, wir schaffen es einfach nicht. Wir versuchen es immer und schaffen es nie. Nee. Nein. Nee. Vielleicht jemals? Weiß auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr hört auch gerne zu. Wir philosophieren ja. Also wir hoffen es. Antworten könnt ihr ja nicht. Ja, ja gut. Wollen wir die Rubrik noch machen? Was hast du letzte Woche geschaut? Aha, also ich, viel Filmegucker, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, also ganz ehrlich, wenn man bei dieser Rubrik irgendwie verlieren oder gewinnen könnte, ich würde jedes Mal verlieren. Zum Glück geht es ja nicht darum, aber ja. Tatsächlich, ich habe ein bisschen auf YouTube noch Do's and Don'ts für Dokumentarfilme angeguckt von einem YouTuber namens Luke Forsythe. Ja, und was ging es da genau? Das ist ein Dokumentarfilm, der ist ziemlich bekannt und ist schon viel unterwegs gewesen. Der gibt absolute hilfreiche Tipps und hat mich ziemlich interessiert, das Thema. Weil es ist interessant, so mal als Dokumentarfilm, worauf es da ankommt. Auf YouTube? Auf YouTube, ja. Und wie lange geht es denn? Ach, das sind jeweils so 10- bis 20-minütige Videos, die er macht. Ah, sind auch so, ist aufgebaut wie eine Serie. Ja, so ein bisschen. Kann man sagen. Ja, ja. Passt jetzt zum Thema. So ein YouTube-Upload-Schedule, genau. Ah, okay. Ja, ein einfach normaler YouTube-Kanal. Und der ist aber ein sehr erfahrener Kameramann. Ja. Der hat auch die, auch eine Serie gedreht, die Narcos-Serie, jetzt aber nicht die mit den Schauspielern, sondern die, wo sie wirklich nach Südamerika sind und die Drogenkartelle da interviewt haben und mit denen, ja, das hat der gefilmt. Und der hat auch, und einmal, da hat er dann aufgehört, Kugeln in seine Kamera bekommen. Nee. Ja, da waren sie in einem Haus und wollten da die Leute interviewen. Da haben Gegner haben einen Drive-by gemacht, sind also draußen vorbeigefahren und haben ins Haus geschossen. Und sein Produzent hat irgendwie eine Kugel im Bein und seine Kamera hat 3 Kugeln abbekommen. Ja. Ja. Also der hat ziemlich Action in seinem Leben. Luke Forsythe auf YouTube kann ich empfehlen. Das ist ein interessanter Typ. Ja, aber das muss ich auch mal gucken. Ja. Das habe ich geguckt, ja. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe tatsächlich echt wenig geschaut letzte Woche da. Ich kam nicht groß dazu. Ich habe die Serien geguckt, die ich immer gucke zum Einschlafen, zum Beispiel The Big Bang Theory und Ted Lasso. Das ist natürlich, sage ich schon, seit 5 Folgen. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Aber das halt natürlich was ist Apple Plus. Apple Plus. Ja, okay. Das ist eine Apple Original. Okay. Ja. Ja, sonst, was habe ich da? Nee, ich kam wirklich echt diesmal nicht dazu, groß etwas zu gucken. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit, ja, genau. Jetzt, was machen wir das nächste Mal? Was wir machen? Wahrscheinlich eine Folge aufnehmen, würde ich sagen. Aber hast du ein Thema? Ach, Thema. Du hast immer die geilsten Themen, wenn ich das so sagen darf. Doch, doch. Da fällt uns schon noch was ein bis zum nächsten Mal. Also Überraschung dem. Lasst euch überraschen. Der Suri hat sicher was auf Lager. Bis dann. Diesmal bist du dran. Okay, ich bringe ein Thema. Nächstes Mal, liebe Zuhörerin, bitte nicht einschlafen dann. Es wird so viel gelacht, da kann man ja gar nicht einschlafen. Ja, okay, gut. Wir wecken sie immer. Ja. Es war mir wirklich wieder mal eine riesige Freude, hier mit dir zu sitzen und ein bisschen zu quatschen. Gleichfalls, absolut. Schon die 5. Folge, das ist schön. Ach. Macht Spaß. Läuft. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder raus in die Hitze. In die Hitze, ja. Oh Gott. Genau. Und wünsche allen ZuhörerInnen eine ganz schöne Woche. Genau, einen angenehmen, kühlen und entspannten Tag. Tschüss. Tschüssi.